Die Bundesregierung folgte dem Vorschlag des Verteidigungsministeriums und beschloss daher 1972 die Errichtung von Hochschulen für die Bundeswehr. Damals wirkten die Studentenunruhen immer noch nach. Es war nicht vorstellbar, wozu es geführt hätte, wenn unter diesen Umständen in einer Atmosphäre, wie sie war, Kontingente von Offizieren als Studenten in die Universitäten eingeflochten worden wären. Wenn also akademische Bildung für Offiziere, dann konnte das nur in eigenen Universitäten geschehen. Damit war die Entscheidung gefallen. Wegen des Soldatenstatus der Studenten wird immer wieder bezweifelt, ob an der Bundeswehrhochschule überhaupt ein wissenschaftliches Studium möglich ist. Es wird vermutet, dass das Prinzip von Befehl und Gehorsam auf den akademischen Bereich übergreifen könnte und damit die akademische Freiheit unmöglich machen würde. Eines würde ich nicht ertragen, wenn es etwa Professoren geben würde, die es für ausgeschlossen halten, dass man als Offizier in Uniform zur Vorlesung kommt. Ihr Protest wird öffentlich. Nein! Die allgemeine Luftfahrt darf nicht mehr. Zum Abschluss der Veranstaltung steigen Hunderte von Luftballons in den Himmel als Symbol dafür, dass dies die einzigen Flugkörper sind, die Neubiebergs Bürger über sich dulden wollen. Feiern wir deshalb das 25-jährige Bestehen der Universität der Bundeswehr München in der Philharmonie am Gasteig und hoffen, damit die Bedeutung, die sich die Universität selbst zumisst, augenfällig zu zeigen. Herzlichen Glückwunsch. Susi Erdmann, Sportsoldatin einer Sportfördergruppe, Olympiasiegerin, trainiert an der Münchner Uni der Bundeswehr. Everybody, and welcome to the Military Pentathlon World Cup 2009 in Munich. Viele Prinzessinnen und Prinzen gibt's in Bayern, doch sie alle regieren nicht mehr.
Damit er seine volle Kraft entfalten kann, braucht es auch stets der helfenden Unterstützung von außen. Fast hätte ich gesagt, Papi geht jetzt nach Bonn und besorgt etwas mehr Geld. Ich brauche ganz andere Sachen. Sie sind eine besondere Universität, das muss man Ihnen lassen. Und dazu mein herzlicher Glückwunsch. Alles Gute auch. Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass ich an der Zeugung nicht beteiligt war. Hier an der Universität der Bundeswehr in München haben sich hervorragende Sachverständige zusammengefunden. Sehr klar und eindrucksvoll führt uns die Orwellsche Idee einer Gedankenpolizei den dystopischen Fluchtpunkt eines idealen Präventionsstaates vor Augen. Wir müssen uns absolut nach rechtsstaatlichen Kriterien des Rechts richten. Das Vertrauen, das die NATO als Ort von Stabilität und Sicherheit erworben hat. Wir leben in einer Zeit ganz tiefgreifender Veränderungen. Ich heiße Heiner und ich Heinrich, zur Ergänzung. Und im Übrigen sitzt die ganze Öffentlichkeit, die ganze Politik einer falschen Behauptung auf. Der Terrorismus hätte seine Wurzel in Afghanistan. Also erstmal, als ich versucht habe aufzustehen, dachte ich die ganze Zeit, ich habe da noch irgendwo einen Gurt, den ich nicht gelöst hatte. Zu den beeindruckendsten Erlebnissen gehörte beim Besuch des Dekanats Lohr ein Besuch bei der Bundeswehr. Mir geht es manchmal so, dass ich, wenn ich hier in diese Gefilde komme und Menschen sprechen mich in ihrer Mundart an, dass ich dann nicht sicher bin, ob es ein Österreicher oder ein Bayer ist. Ja, bitte. Telebox, der personenbezogene Mitteilungsdienst, mit dem man immer und überall Nachrichten transferieren kann. Next turn left heading 241. The electronic crew member continually assesses how the pilot's perceptual and mental resources may best be utilized. Auf ihn zufahren würden, würden wir Kurven schneiden, wie so ein Anhänger. Nun, hier sehen Sie einen Wassertropfen, die sogenannte Marangoni-Konvektion. Und Sie sehen die wunderbare Aufschäumung des Polyurethans. Herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Bestehen der Universität der Bundeswehr. Wir freuen uns, dass diese wichtige Einrichtung auch nach der Bundeswehrreform am Standort München erhalten bleibt.